Es ist 10 Uhr, Punkt 10 Uhr und wir starten in die Buchmesse. Ich freue mich total, dass trotz der frühen Stunde hier auch schon ein paar Leute sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Lesereigen auf der Buchmesse eröffnen dürfen und also auf eine gewisse Weise auch die ganze Buchmesse eröffnen dürfen. Ja, wir sind total froh. Ich bin Toni Tonius, ich arbeite beim Verlag Worten und Mehr und ich bin hier mit Lan Hornscheid. Lan arbeitet auch beim Verlag Worten und Mehr und hat ganz viele Bücher schon geschrieben. Die stehen alle hier vorne einmal aufgereiht. Dann gibt es einmal, wie schreibe ich divers, wie spreche ich gendergerecht, gemeinsam mit Jan Sammler. Das ist ein Praxishandbuch zu Sprache und Sprachgebrauch. Dann gibt es dieses, ich muss es gerade mal nehmen, wunderbare Wendebuch, das heißt Zu lieben, Kapitalismus entlieben. Dann hat Lan noch geschrieben das Buch Exit Gender, gemeinsam mit Leo Oppenländer. Und jetzt ganz aktuell, und um dieses Buch geht es hier heute auch, ist das Buch Sprachhaltung zeigen, ein Argumentationsleitfaden für diskriminierungskritisches Sprechen und Schreiben. Genau, darum soll es hier heute gehen. Und ja, genau, Lan, vielleicht stelle ich dich noch kurz vor. Ganz, also, was ich mir jetzt gerade so... Ja, Lan, genau, ist beim Verlag, schreibt wunderbare Bücher, forscht und macht sich viele Gedanken über Sprache, über die Welt und über, ja, wie wir eigentlich alle... Und das ist so dass der verbindende Moment zwischen all diesen Büchern. Es geht eigentlich überall um so kleine Utopien im Alltag und um respektvolles Miteinander. Genau, und dann gebe ich mal weiter an dich, Lan. Worum geht es in Sprachhaltung zeigen? Und was sagt uns dieses Buch? Ja, vielen Dank, Toni. Und vielen Dank für... Bin ich gut zu hören? Ja. Vielen Dank, Toni, und vielen Dank, Caroline von der Kurt-Wolf-Stiftung für diese super tolle Organisation dieser Lesebühne. Und ja, wir sind tatsächlich stolz drauf, dass wir die Lesebühne eröffnen dürfen als Teil der Kurt-Wolf-Stiftung, auch als kleiner, unabhängiger Verlag. Ja, dieses Buch ist das letzte für mich in der Reihe von unterschiedlichen Büchern zu Sprache und Diskriminierung. Und ich habe das geschrieben, nachdem ich ja ungefähr 20 Jahre Vorträge zu dem Thema Sprache und Diskriminierung gehalten habe und da immer wieder die gleichen Fragen kommen auch. Und ich dachte, naja, vielleicht ist es wert, das alles mal in einem Buch zusammenzufassen, weil, das ist die vielleicht schlechte Nachricht, Sprache und Diskriminierung ist unglaublich beständig über die letzten Jahrzehnte hinweg. Das heißt, es gibt immer die gleichen Probleme und immer die gleichen Herausforderungen für Menschen, die Sprache diskriminierungskritisch verändern wollen. Und es ist egal, ob es sich um Rassismus handelt, um genderbezogene Diskriminierung, um einen Umgang mit Behindertwerden in Sprache in einer nicht diskriminierenden Form handelt, der Widerwille, die Abwehr oder die Berührungsängste damit, das eigene Sprechen und Schreiben zu verändern, sind überall immens hoch. Dann gleichzeitig ist ja Sprache ein unglaublich emotional aufgeladenes Thema. Also sobald Sie irgendwas an Sprache benutzen, was vielleicht ein wenig ungewöhnlich ist, was aus der gedachten Norm einer Grammatik rausfällt, gibt es eine unglaublich große Aufregung, weil damit Sprache zerstört würde, die Schönheit von Sprache nicht mehr wahrnehmbar ist, weil das nicht mehr verständlich sei. Und alle diese Sachen behandle ich in diesem Buch eben, ja, und zwar in einer sehr strukturierten Form. Es gibt vor allem drei verschiedene Teile in diesem Buch. Ich gehe aus von Menschen, die ihre Sprache diskriminierungskritisch verändern wollen. Vielleicht, weil sie selber betroffen sind, weil sie sich in Sprache nicht wiederfinden oder vielleicht, weil sie respektvoll sein wollen, auch wenn sie privilegiert sind eben, ja. Und ich schreibe dieses Buch, wie alle meine Bücher, schreibe ich für die Menschen, die diskriminiert werden. Ich gehe davon aus, dass alle Menschen ganz viel davon haben können, wenn sie die Offenheit dazu haben. An dieser Stelle vielleicht auch einen herzlichen Glückwunsch an Kim de Lorison für den Deutschen Buchpreis. Ich freue mich da so sehr drüber. Ich habe das überhaupt nicht mit gerechnet, dass dieses Buch
Buch von Kim den Deutschen Buchpreis kriegen könnte, weil das ist eins der allerersten Bücher, was ich mir beim Vorlesen und Lesen nicht übersetzen muss, weil da so viel Gender nicht diskriminierende Sprachveränderungen drin sind. Das ist ganz hervorragend und das ist nur ein Aspekt dieses Buches, den ich ganz hervorragend finde. Und ich kann mir vorstellen, wie die öffentliche Diskussion darum hohe Wellen schlagen wird und freue mich sehr, dass Kim diesen Buchpreis bekommen hat für die Menschen, die sowas brauchen, um zu überleben. Also nicht für, damit eine Allgemeinheit mal lernt, aus der Komfortzone rauszukommen, sondern für die Menschen, die neue Sprachen brauchen, ein neues Sprechen brauchen, um zu überleben. Und für die Menschen ist auch dieses Buch hier mit meinem Wissen, alle anderen könnten davon auch was lernen. Ja? Ich lese jetzt ein bisschen was aus der Einleitung vor, damit Sie so ein bisschen eine Idee haben, worum es in diesem Buch geht. Und würde dann noch aus anderen Teilen was lesen, aber Sie können auch sehr, sehr gerne Fragen stellen, also auch dazwischen gerne, ja. Dann heben Sie gerne die Hand und dann würden wir ein Mikro rumgeben, damit auch die Leute weltweit, die uns jetzt gerade zugucken, daran teilhaben können. Okay, also ich fange mit der Einleitung an. Warum das Lesen dieses Buches unterstützend sein kann auf dem Weg der eigenen diskriminierungskritischen Sprachrevolution. Sprache diskriminierungskritisch zu gestalten, heißt Respekt zu leben. Sprache ist eine wichtige soziale Handlung. Mit ihr treten Menschen in Kontakt mit anderen, kommunizieren ihre Ansichten und Bedürfnisse, machen ihre Sicht auf die Welt deutlich. Das muss nicht alles bewusst sein, das meiste davon ist es nicht. Menschen benutzen Sprache so, wie sie es von anderen hören, wie sie es gelernt haben und kontinuierlich weiterlernen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Genau darin liegt häufig die Gefahr. Diskriminierungen werden sprachlich fortgesetzt, wieder aufgenommen, weitergeschrieben. Dieses Buch macht deutlich, das eigene Sprechen und Schreiben zu verändern, kann die grundlegende Gewalt, die in dieser Gesellschaft immer noch so stark bis in die Grundfesten verankert ist, verändern. Kann Zeichen setzen und das eigene Denken sowie die Vorstellungen anderer in Interaktion verändern. Und auf diese Weise können Rassismus und genderbezogene Diskriminierungen, Klassismus behindert werden und auch die Normsetzung von Menschen gegen alles andere Lebendige, also auch Speziesismus genannt, verändert werden. Wie grandios! Wir Menschen sind alle eine eigene, kleine oder große, alltäglich mögliche diskriminierungskritische Revolution oder können sie sein. Zu laut, zu umständlich, zu teuer, zu unverständlich. Die Abwehr gegen diskriminierungskritische Sprachveränderungen ist so alt wie das Ansprechen und sprachliche Verändern von Diskriminierung selbst. Egal, ob in den 80er Jahren oder heute, egal, ob es um Straßenumbenennungen geht aus einer antirassistischen Kritik heraus oder um die Ersetzung männlicher Formen als patriarchale, pseudo-allgemeinmenschliche Normen in Formularen, Medien, Schulbüchern und Romanen. Geht es um diskriminierungskritische Sprachveränderungsvorschläge, bleiben die Muster der Abwehr weitgehend gleich. Die Abwehr in all ihren Erscheinungsformen, ob vorgeblich objektiv, anscheinend wissenschaftlich oder unverhüllt emotional, zeigt letztendlich, Sprachveränderungen spielen eine Rolle. Sie sind ein wichtiges Werkzeug zur Veränderung von Wahrnehmungen und Einstellungen. Sie belegt, sprachliche Handlungen sind machtvoll. Nur das erklärt, warum Menschen, die den Status quo der diskriminierenden und gewaltvollen Verhältnisse verändern wollen, so vehement bekämpft, verhöhnt, infrage gestellt werden. Und all das macht letztendlich deutlich, diskriminierungskritische Sprachveränderungen rütteln an den Verhältnissen, fordern eingeschliffene, privilegierte Positionen und normalisierende soziale Verhältnisse immer wieder neu heraus. Das mögen einige Menschen als bedrohlich, verunsichernd und herausfordernd erleben. Entsprechend werden immer wieder neue, alte Pseudo-Argumentationen vorgebracht, um die eigene Abwehr zu legitimieren. Für andere aber, für Menschen, die rassistisch und genderbezogen diskriminiert und oder behindert werden, Menschen, die eine andere, gewaltbefreite Welt wollen, schafft es Anwesenheiten, eröffnet Zugänge und Wirklichkeiten. Für Diskriminierte ist es überlebensnotwendig, erleichternd, differenziert, lebendig, präzise und durch all dies einfach wunderschön. Das Buch ist jenen gewidmet, die trotz aller Abwehr von lächerlich machen über stigmatisieren, ausschließen bis hin zu drohen, daran festhalten, dass es eine diskriminierungsbefreite Welt geben kann und darf, auch in sprachlicher Form. Das Buch ist für all diejenigen, die daran glauben, dass es möglich ist, sprachlich anwesend zu sein
und eine Welt zu gestalten, in der wir leben können und wollen. Dieses Buch zeigt, es geht um Respekt. Diskriminierungskritische sprachliche Veränderungen sind eine Frage der Haltung. Es geht um eine Haltung, die Respekt in den Mittelpunkt stellt und eine entsprechende Gesellschaft will, statt Argumente von Kulturbewahrung anzuführen, Gewohnheiten oder gewaltvolle Gewohnheiten vorzusetzen, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Legitimationen vorzubringen, statt einfach über Respekt nachzudenken. Das eigene sprachliche Handeln zu verändern, ist die dazu notwendige und mögliche eigene alltägliche Revolution. Das Buch ist gedacht als Inspiration, argumentative Unterstützung und Selbstreflexion für diejenigen, die ihr eigenes Sprachhandeln als politisches Werkzeug ernst nehmen und die sich auf den Weg zu einer gesellschaftlichen Veränderung begeben wollen. Menschen kommunizieren, sprechen oder schreiben täglich, hören zu, lesen etwas, interagieren, auch durch Wegschauen, sich nicht äußern und schweigen. All das machen Menschen sowieso die ganze Zeit. Und das Schöne ist, all das kann auch diskriminierungskritisch gemacht werden. Das ist ein so großes Geschenk und eine solch grandiose Möglichkeit, sich einzumischen. Und jetzt kommen die nächsten Punkte als direkte Ansprachen. Du kannst sprechend und schreibend handeln. Du kannst dich selbst kreativ und anwesend durch und mit einer selbstbestimmten Sprache ausdrücken. Du kannst mit deinem Sprechen und Schreiben in diskriminierende Verhältnisse eingreifen. Du kannst andere, die diskriminiert werden, mit deinem Sprachhandeln anwesend machen und so inspirieren, unterstützen, begleiten, ansprechen. Du kannst andere, die diskriminiert werden, mit deinem Sprachhandeln dazu ermutigen, auch selbst diskriminierungskritisch aktiv zu werden. Du kannst nicht nur deine Wirklichkeit, sondern auch die Wahrnehmungen und Wirklichkeitsvorstellungen anderer berühren und sie nachhaltig verändern. Das zeigt, alle Menschen sind Diskriminierungsverhältnissen nicht 100% ausgeliefert. Auch wenn vieles nicht auf Anhieb und schon gar nicht alleine nachhaltig verändert werden kann, das eigene Schreiben und Sprechen kannst du verändern. Und das ist häufig ein wichtiger Baustein dafür, dass sich Vorstellungen verändern können und die Verhältnisse beginnen können zu tanzen. Du kannst mit deinem Sprachhandeln die Verhältnisse zu einem bestimmten Grad, also selbst, mitgestalten. Das kann ganz viele verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel, du kannst nachfragen, wenn die Äußerungen unverständlich erscheinen, weil du dich nicht angesprochen fühlst. Oder weil du das Gefühl hast, dass nicht alle Anwesenden respektvoll und gleichermaßen angesprochen sind. Du kannst überhaupt aufhören, dich angesprochen zu fühlen durch diskriminierende Sprachformen und Äußerungen. Du kannst unter deine E-Mails einfügen, welches Pronomen du benutzt für dich und dass du dich freust, wenn das Gegenüber dir mitteilt, welches Pronomen es für sich wünscht. Du kannst aufhören, mitzulachen bei diskriminierenden Witzen. Du kannst andere anreden, Witze und sprachliche Bilder in deinem alltäglichen Kommunizieren gestalten. Du kannst dir neue Namen geben, die nicht auf irgendwelche soziale Identitäten schließen lassen in diskriminierenden Vorstellungen. Du kannst Menschen positives Feedback geben, wenn sie Dinge sagen und schreiben, die dir gut tun und dich unterstützen. Und vieles mehr. Du kannst auf diese Weise alltäglich und weit über Wahlen oder Likes auf Facebook und Instagram hinaus die Gesellschaft mitgestalten. Du kannst selbst darauf hinarbeiten, dass die sprachlichen Bilder und gedanklichen Vorstellungen, die in der Welt sind, sich verändern. Du kannst andere Wirklichkeiten wiedergeben und so zu anderen Vorstellungen von der Welt anregen. So, das ist der erste Teil aus der Einleitung. Jetzt erzähle ich kurz was zu den verschiedenen Teilen, die dann danach kommen. Der erste Teil heißt, warum diskriminierungskritisch Sprachhandeln, politische, anwesende, welttransformierende Motivationen. Und da sage ich ein bisschen was zu, was sind denn Motivationen, um die Sprache zu verändern? Und die werden dann in einzelnen Punkten nochmal so aufgenommen, damit Menschen sich darüber klar werden können, könnte das eine Motivation sein? Also wie zum Beispiel, du willst, dass die Welt so gewaltfrei wie möglich ist, du willst respektvoll sein, du willst dich differenziert und präzise ausdrücken, du willst aufhören, dich und andere Menschen nicht als Menschen zu sehen. Da geht es mir darum, wenn wir Menschen immer zuerst über soziale Kategorien wahrnehmen, wie Frau oder Mann oder Deutsch oder Italienisch und so weiter, sondern wie es wäre, wenn wir Menschen als Menschen wahrnehmen würden. Dann ist in dem Teil etwas Längeres dazu, was mögliche Gründe sind, diskriminierungskritische Sprachveränderungen abzuwehren. Also da schreibe ich was zu Angst und Sprache, zu Privilegien und Sprache, zu Emotionen und Sprache, zu eigenem Sprechen und Schreiben als soziale Verantwortung und zur Ignoranz der Allgegenwärtigkeit von Gewaltverhältnissen. Dann nochmal was dazu, warum es Sinn machen könnte, verschiedene Argumentationen. Und das war Teil 1. Im Teil 2, der ist die Überschrift Selbstzweifel, Unsicherheiten und abwehrende Äußerungen verstehen lernen.
Hier geht es mir darum, verstehen zu lernen, warum Menschen die Argumentationen benutzen, die sie benutzen. Weil, also das ist jetzt so meine, ich bin ja schon ein bisschen älter, 30-jährige Erfahrung mit genau diesem Thema alleine. Warum kommen die immer gleichen Argumentationen wieder? Warum verändert sich da nichts in den Argumentationen? Also warum ist es möglich, immer noch die gleichen Argumentationen anzuwenden und immer noch die gleichen Sachen zu sagen? Und da sage ich viel dazu, was für eine Auffassung von Sprache es ganz häufig in der Gesellschaft gibt, dass Sprache was Neutrales sei, dass es eine Norm sei, dass wir alle ganz genauso sprechen müssten und nichts verändern dürfen. Also wo uns Sprache quasi abgenommen worden ist, Auffassungen zu Diskriminierung, also als wäre das eine absichtliche eigene Handlung von, du willst doch jetzt nicht sagen, ich bin rassistisch oder sowas, sondern dass es darum auch nicht geht, sondern dass wir eben Strukturen, Diskriminierungsstrukturen immer weiter tradieren über unser Sprechen und Schreiben und dass es cool ist, da was zu verändern zum Beispiel. Genau. Und der dritte Teil ist, welche Muster finden sich in der Abwehr diskriminierungskritischer Sprachveränderungen? Und da gehe ich so von so Zitaten aus, die immer wieder benutzt werden und sage etwas dazu, versuche deutlich zu machen, welche Muster dahinter sind, damit das wirklich wie so ein Nachschlagewerk auch benutzt werden kann, zu sagen, ach krass, dieses Argument, das habe ich schon 100-mal gehört, ich weiß immer nicht, was soll ich dazu sagen in der Situation. Ja? Also das habe ich dann nochmal so aufgebaut, um da nochmal sich auf einer anderen Ebene damit zu beschäftigen. Da habe ich so kleine Atemübungen dazwischen gemacht, damit Mensch sich da nicht verliert drin, weil das teilweise ganz schön krasse Sachen sind, die gesagt werden. Und dann ganz am Ende immer Vorschläge dazu gemacht, wie kommuniziert werden könnte. Also, und da ist eben auch immer die Frage, macht es Sinn, auf so einer Sachebene zu argumentieren oder worum geht es da eigentlich so? Ja? Also geht es auch ganz viel um Ängste von Menschen vielleicht zum Beispiel. Ja? Also Argumente, die, zu denen ich da was sage, ist zum Beispiel, wie soll ich mir das denn alles merken? Das ist mir viel zu kompliziert, da kann ich ja nur alles falsch machen. Oder Sprachveränderungen vorzuschreiben, greift in die Meinungsfreiheit ein. Das ist ja ein Argument, was sehr, 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 sehr gängig ist, was in verschiedenen Formen immer wieder kommt von, das ist eine Ideologie, jetzt darf ich gar nicht mehr sagen, was ich sagen will oder wie mir der Mund gewachsen ist. Oder, naja, also das habe ich häufig nach Vorträgen gehört, ist ja gut und schön mit den Sprachveränderungen, aber jetzt lassen Sie uns erstmal die Wirklichkeit verändern, dann kommt die Sprache schon hinterher, also dass Sprache keine Rolle spielen würde. Dann ganz häufig in Deutschland dieses Kulturargument, das ist die Sprache von Goethe und Schiller, das ist unsere Kultur, das ist nicht einfach veränderbar. Das Grammatikargument, das ist falsch, das steht so nicht in der Grammatik oder im Duden oder irgendwo anders, das kannst du nicht einfach so sagen. Oder das Argument, es geht nur um Minderheiten, das betrifft auch nur ganz wenige Menschen, deshalb soll jetzt die ganze Sprache umgekrempelt werden. Und so weiter. Ja, also und dieses ist ein Versuch, tatsächlich diese verschiedenen Argumente nochmal zu erklären, welche Sprachsicht ist dahinter, welche Diskriminierungssicht und wie wäre es möglich, zu diesen Sachen in Diskussion zu kommen. Genau, und das, was ich jetzt nochmal vorlesen wollte, ist das Argument, was auch ganz viel immer kommt, muss ich mal eben gucken, wo ich das habe, ist zu Schönheit. Das ist ja nicht ästhetisch. Also wie sieht denn bitte die Sprache aus, wenn in Behinderung ein großes H drin ist oder wenn ein Sternchen im Wort ist, das hat nichts in einem Wort und in dieser Sprache zu suchen oder ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich oder was auch immer. Dieses Argument, dass Sprachveränderungen nicht ästhetisch seien. Und das lese ich aber jetzt aus dem Kapitel davor vor. Habe ich mir jetzt nicht notiert, wo das ist. mal eben gucken. Ja, das dachte ich auch, genau. 117. Aber ich dachte, das wäre noch ein anderes. Und das ist jetzt eben gewendet, zu sagen, diskriminierungskritische Sprachveränderung, also ich versuche das immer zu wenden tatsächlich, ja, also mir die Sachen anzueignen und das ist für mich, mündet in dem Satz, diskriminierungskritische Sprachveränderungen sind einfach schön. Was sollte daran nicht schön sein? Dich anwesend zu machen im Sprechen und Schreiben, dich zu trauen, eine Stimme zu finden, zu haben, den ganzen eigenen Ausdruck zu finden und diesen sprechend und schreibend, kommunizierend, zuhörend und diskutierend mit anderen zu teilen, ist wunderschön. Sprachliche Handlungen können die Schönheit von Respekt und Wertschätzung, Achtsamkeit und Verbindung zum Leuchten und Strahlen bringen. Das gilt nicht nur für Gedichte,
sondern für jede sprachliche Alltagshandlung. Sie ist eine Chance auf Schönheit. Schönheit ist eine Überwindung von Gewalt, Gewalthandlungen, Gewaltverhältnissen. Sprachliche Schönheit ist getragen von einer gelebten Diskriminierungskritik und dem Wunsch, dies sprachlich auszudrücken. Und das alles ist wunderschön. Also das ist so ein bisschen so die Essenz dessen, ja, daran zu glauben, das ist wunderschön, nicht zu diskriminieren. Wie kann ich davon ausgehen, dass eine Sprache, die diskriminiert, schön sein könnte oder ästhetisch sein könnte? Das ist absurd. Das heißt, ich nehme das hin, dass das, was wir als Sprachnorm immer weiter übernehmen, diskriminierend ist, und dass das schön ist, sagt etwas über diese Gesellschaft aus. Ja? Also zu sagen, nee, das ist total schön, wie ich rede. Das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot zur Verständigung. Das ist ein Angebot, sich Sprache wieder anzueignen und neue Ausdrucksformen zu finden. So, und jetzt würde ich dann noch ganz das Ende vorlesen. Der allerletzte Teil ist, mal gucken, wo der anfängt. Genau, der letzte Teil heißt, die Erde brennt, und hier geht es um diskriminierungskritische Sprachveränderungen. Also da habe ich das versucht, nochmal in so einen größeren Kontext der momentanen Situation reinzubringen. Warum machen für mich diskriminierungskritische Sprachveränderungen trotzdem oder vielleicht gerade deswegen auch Sinn? Puh, das war alles ganz schön viel bis hierhin. So viele Argumente, so viel Abwehr, so viele heftige Emotionen, so viele Zweifel von innen und außen und so viele Herausforderungen an die eigene Sprachhaltung vielleicht. So viel Frust, so viel Nähe zur Bitterkeit, vielleicht etwas Wut. So viel Einsamkeit und Selbstisolierung, so viel Unverständnis und Ablehnung. Und was bringt das überhaupt? Warum sich über Sprache und Diskriminierung Gedanken machen, wenn doch gleichzeitig viele Teile der Erde im wörtlichen wie im übertragenen Sinne durch klimabedingte Hitzewellen, Dürren und Waldbrände brennen oder verbrennen und viele andere Regionen gleichzeitig durch das Abschmelzen der Pole und dem Abtauen zahlreicher Gletscher überschwemmt werden? Gibt es also nicht wirklich größere und schwerwiegendere Probleme, als sich mit diskriminierungskritischen Sprachveränderungen herumzuschlagen? Die Antwort können Sie sich schon vorstellen, nein. Denn das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Diskriminierungskritische Sprachveränderungen sind ein Baustein zu einem respektvollen Leben, zu einem umfassend respektvollen, anwesenden Sein in Sprache. Sprachhaltung zeigen heißt für mich, den Normalitäten, die sich durch jegliche Formen unüberlegten Sprachhandelns in mein Leben einschreiben, skeptisch zu begegnen. Warum kann es überhaupt zu der Idee kommen, dass Sprachformen, die ganz konkret Männer meinen, auch gleichzeitig allgemeinmenschlich sein könnten? Wie kann es zu einer solchen Vorstellung kommen, die sich über Jahrhunderte mittlerweile festsetzt im allgemeinen Sprachgebrauch und in den Köpfen, die unmerkbar eine Hierarchie kreiert von einigen Menschen über alle anderen? Das ist nur möglich, wenn es eine Ideologie gibt, die so unmerkbar sich normalisiert hat in den allgemeinen Vorstellungen, dass sie gar nicht mehr als Ideologie benennbar ist. Es handelt sich um eine patriarchale Menschen- und Gesellschaftsvorstellung, die sich so normalisiert hat und die eigentlich skandalisiert werden müsste. Zu glauben, die Verhältnisse könnten gleich bleiben und Diskriminierung trotzdem abgeschafft, ist wie die Annahme, wir könnten mit dem westlichen Lebensstil sofort fahren und trotzdem die Welt vor dem Klimakollaps retten. Das Problem liegt in der grundlegend gewaltvollen Struktur, in der wir leben und die wir durch unser Leben immer wieder neu bestätigen und neu installieren. Genauso wenig, wie es eine grundlegende Veränderung der Diskriminierungsstrukturen geben kann, die das Leben von Menschen miteinander betrifft, die nicht auch genau diese grundlegenden Ebenen von Rassismus, genderbezogener Diskriminierung und Behindertwerden betrachtet, kann es keine ökologisch nachhaltige Veränderung des menschlichen Lebens geben, die in der kapitalistischen Idee fortwährenden Wirtschaftswachstums verbleibt. Kapitalismus und strukturelle Diskriminierung gehören eng zusammen. Das eine ist nicht ohne das andere veränderbar. Das schreibe ich hier in diesem Kapitalismus-Endlieben sehr ausführlich in Bezug auf Familienverhältnisse, Sexualität, Vorstellungen von Liebe. Strukturelle Diskriminierung betrifft nicht nur Menschen unter und miteinander, sondern ebenso die Vorstellung, dass wir Menschen über allem anderen stünden, dass wir alles beherrschten, das Universum kreise um uns und wir seien im Mittelpunkt. Und die Vorstellung, dass wir doch einfach alles nehmen könnten, überall hintreten könnten, alles nutzen könnten und dass alles, Bäume, Tiere, Böden und Erdschätze nur für uns da sein und von uns hemmungslos und grenzenlos genutzt werden könnten. Sprachhaltung zeigen heißt also auch, sich von der Idee, Menschen über alles zu verabschieden, sich nicht einzufügen oder zufrieden geben mit der kapitalistischen Idee von Egofixierung durch Hyperindividualität und Konzentrierung auf den eigenen Konsum und die eigene Bequemlichkeit, koste es, was es wolle.
Jetzt lese ich vielleicht noch das. Wir sind schon bei, ja? Oh, okay. Ja, dann ende ich jetzt mal hier und würde mich freuen, wenn Sie noch irgendeine Frage haben, weil wir genau noch eine Minute Zeit haben eigentlich, ja? Ja. Gehst du mit dem Mikro da eben hin, dann... Das müsste... Dann hat es hinten nicht angemacht. Kommen Sie vielleicht mal eben hier hin, weil, weil wir ja auch gestreamt werden, weil sonst hören die Leute das nicht. Okay, meine Frage war eine Frage der Relevanz der Übersetzung vor allen Dingen. Wenn ich mich über diese Themen informiere, sind das hauptsächlich englische Quellen? Und selbst wenn ich dann weitere deutsche Quellen suche, sind dann immer noch diese englischen Wörter drin, queer, genderfluid etc. Und meine Frage wäre jetzt, denken Sie, ist es relevant, diese Wörter zu übersetzen, neue deutsche Wörter dazu zu finden? Ob das das irgendwie leichter machen würde, niedrigschwelliger für manche Menschen, das zu akzeptieren? Ja, danke. Genau, ich benutze eigentlich eher deutsche Wörter tatsächlich, aber ich habe da jetzt nicht so bewusst drüber nachgedacht. Ja, also für mich ist Reden und Sprache immer eine Frage des Kommunizieren-Wollens. Mit welchen Leuten möchte ich kommunizieren? Und für mich macht es keinen Sinn, von Genderfluid mit, sagen wir mal, meinen Eltern zu reden, ja, sondern also da würde ich das anders erklären, also und ich würde auch mir die Zeit und den Raum nehmen, das zu erklären, weil natürlich ist es ja klar, dass diese ganze Gesellschaft ist so auf Zweigenderung aufgebaut, dass es auch erstmal einen Raum braucht, um das erklären zu können. Das ist ja ein Commitment von mir in Kommunikationssituationen, ja. Deswegen würde es mir jetzt gar nicht darum gehen, den einen Begriff zu finden und den müssen alle benutzen, sondern zu wagen, sich Sprache anzueignen und sich auszudrücken. Und das heißt eben, länger zu reden teilweise. Ja? Und also ich habe jetzt lange von Exit-Gender gesprochen, das mache ich nicht mehr. Dann habe ich lange von genderfrei gesprochen und jetzt sage ich genderbefreit. Also weil es für mich so ein Zwangskostüm ist tatsächlich. Ja? Aber das wird nicht das Letzte sein, was ich sage dazu. Ja? Sondern es ist immer eine Frage von, wo bin ich gerade selber und was kann ich anderen Menschen vermitteln und was will ich anderen Menschen vermitteln? Wie weit will ich sie in irgendwas mitnehmen eben so auch, ja? Also oder ob ich jetzt divers sagen würde, divers sage ich jetzt nicht, nur weil das der Regierungsslang ist jetzt, ja? Sondern eben immer zu gucken, was ist für mich der richtige Ausdruck in einer bestimmten Situation und es immer zu sehen als, ich will was vermitteln. Ich will ja nicht mich abgrenzen, ich will nicht sagen, ich bin genderqueer, mit dem Wissen, dass meine Oma das vielleicht gar nicht versteht, ja? Sondern ich überlege ja, was will ich vermitteln und dann wird Sprache lebendig. Also und darum geht es auch in dem Buch. Es geht darum, eine Verantwortung zu übernehmen und nicht zu denken, es wird irgendwann die eine richtige Sprachform geben. Ich gehe da nicht von aus oder ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, sondern dass wir uns Sprache aneignen und dadurch Sprache lebendig bleibt und sein darf und wir das als Vermittlungsinstrument verstehen. Ja, danke, das war jetzt ein schöner Abschluss. Leider haben wir nur ganz kurz Zeit und deswegen müssen wir jetzt leider aufhören. Aber ja. Ich mache den Abschluss. Das ist ja mein Job. Ich muss ja auch noch hier irgendwas beitragen. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die wirklich sehr tolle Frage. Und genau, wir können auch gerne gleich weiterhin ins Gespräch kommen. Wir sind eigentlich gleich hinten an diesem Tisch, wo jetzt schon was anderes steht, aber wir finden uns da irgendwie. Wir haben die Bücher alle dabei. Sie können gekauft werden. Sie werden sich auch gerne signiert, gehe ich von aus, wenn sich das jemand wünscht. Genau, wir können gerne noch ins Gespräch kommen. Und ansonsten, genau, haben wir eine Website, die heißt www.wortenundmehr.net. Da könnt ihr gerne alle vorbeischauen. Wir sind auch auf Instagram, @wortenundmehr. Da gibt es die aktuellen Verlagsnews und auch ganz viele andere tolle Sachen. Und genau, unser Herbstbuch, wir haben diesen Herbst nur ein Buch rausgebracht und es ist durch einen wunderbaren, glücklichen Zufall doch noch rechtzeitig zur Messe gekommen. Wir haben es auch dabei. Es heißt Körpersprechen. Da geht es auch um ähnliche Themen. Also es geht auch um Gender, Queerness und Körper und wie das alles zusammenhängt. Das haben wir auch dabei. Das könnt ihr euch ja auch anschauen. Und ja, jetzt habe ich schnell noch alles abgeschlossen. Schaut gerne nochmal ins Programm, was noch auf der Leseinsel jetzt stattfindet heute. Es ist ein vielfältiges Programm. Viel Spaß auf der Messe. Eine gute Zeit. Danke euch.
aber so okay. Als Bild dabei. Oder wollen Sie es in die Hand reinklemmen? Nehmen? Ich würde es gerne reinklemmen. Ja. Ist besser zum Lesen. Stellen wir auf leise. Da müssen wir uns ein bisschen kurz halten. Ne? Sie können anfangen, wenn Sie möchten. Das Mikrofon ist eingeschaltet, das zweite leider nicht. Da haben wir leider gerade Probleme. Okay, können wir uns hin und her schieben? Also das funktioniert nicht? Gerade leider nicht. Okay. Ich kann Bescheid sagen, sobald es geht. Ich das reicht mal in die Hand. Ja, kriegen wir hin. Ja, hallo. Wir sind vom Cupido Literaturverlag in Köln. Eigentlich hätten wir die Präsentation mit dem Autor gemacht, José Carlos Job. Er kann gesundheitsbedingt leider nicht kommen. Genauso wenig die Übersetzerin Christiane Quandt. Schöne Grüße und gute Besserung an der Stelle. Stattdessen ist unser Verleger Frank Henseleit da und wir mussten jetzt ein bisschen improvisieren, aber ich denke, wir kriegen das so hin und können Ihnen den Roman vorstellen. Der Bericht Guillermo Stein, in diesem Jahr bei Cupido erschienen. Das ist das erste Werk auf Deutsch, das von José Carlos Job erscheint. Erstmal vielleicht ein paar Informationen zum Autor und dann komme ich auch schon zum Werk und dann möchte ich Ihnen auch was vorlesen. José Carlos Job wurde 1956 in Palma de Mallorca geboren und bis heute lebt und arbeitet er auf der Insel. Und er feierte sein literarisches Debüt in den 1990er Jahren mit Erzählprosa und Lyrik. Und die Texte wurden vielfach übersetzt und prämiert. Vor allem seine Chroniken sind wichtige Zeugnisse des heutigen Lebens auf Mallorca. Und es verwundert eigentlich, dass der Autor so unbekannt ist. Vielleicht erstmal diese Frage. Erst stelle ich noch den Roman kurz vor, worum es geht. Das Buch spielt in den 60er Jahren auf Mallorca und die Protagonisten sind Schüler eines Jesuitenkollegs. Wie wir auf dem Cover versucht haben darzustellen, gibt es im ganzen Lauf des Romans eigentlich nur ein Wetter, und zwar den Regen, was auch die diffuse Stimmung nochmal unterstreicht in diesem Werk. Die Lichtverhältnisse sind diffus und die Stimmung ist trüb, die Tage sind monoton und das Einzige, was den Schülern Abwechslung bietet, ist eigentlich ihre Fantasie, und aus dieser entspringen abenteuerliche Detektiv- und Spionagegeschichten. Und die Vorstellung und die Fantasie beginnt in dem Moment aufeinander zu prallen mit der Realität, als der Schüler Guillermo Stein in die Klasse kommt. Und die Schüler beschließen, dass sie einen schriftlichen Bericht brauchen, um die Geheimnisse um diesen Neuankömmling zu lüften. Genau, das wollte ich noch zum Werk erst sagen. Und vielleicht haben Sie sich jetzt die Frage auch schon gestellt, wenn das Buch in den 1990er Jahren geschrieben wurde, warum es denn jetzt erst kommt? Und diese Frage möchte ich gerne an unseren Verleger Frank Henseleit stellen. Schönen guten Morgen. Das ist José Carlos Job. Ich bin nur sein Verleger und bitte zu entschuldigen, hat Tim Rösler ja schon gemacht, dass er nicht kommen kann, weil er heute krank ist, also seit gestern. Warum es erst jetzt kommt? Naja, dieses Buch wird in Spanien immer noch gelesen. Es gilt als eines der vollendetsten Kurzromane in Spanien, in spanischer Sprache. Und es gibt in der Tat Bücher, die sich nicht aktuellen Themen verschreiben und auch nicht in Diskurse eingreifen,
sondern und da findet man den Autor José Carlos Job, glaube ich, am allerbesten. Er erschafft sich seinen eigenen Mythos, den Mythos seiner Stadt, der Geschichte dieser Stadt. Und weil er das nicht nur mit diesem einen Buch gemacht hat, sondern mit vielen Büchern, nahezu mit all seinen Büchern und Dichtungen, ist der Bericht Stein, wir haben das Buch ja anders getitelt, ein Teil oder beziehungsweise ein Ausgangspunkt für diesen Mythos. Und wenn man sich seine Vorbilder anguckt, auf die er auch immer wieder zu sprechen kommt, zum Beispiel Svevo und Triest, Cavafis und Alexandria, können wir schon erkennen, welche Tendenz oder welche Intention oder Inspiration er dort verfolgt. Und ich hatte mir das zwar als Antwort für die dritte Frage notiert. Das, was Palma ist und Mallorca ist, für uns, die wir diese Insel als Sehnsuchtsort betrachten, da muss man doch konstatieren, dass wir nicht annähernd an der kulturellen Identität dieser Stadt dran sind. Nicht mit, also ich kenne nicht einen einzigen Autor, nicht ein einziges Buch, welches zu, über, von, aus Mallorca geschrieben wurde, was derart profund in den literarischen Ort Palma de Mallorca, der ein wirklich literarischer Ort gewesen ist und auch bleibt, herankommt. Das heißt also, es hat in diesem Moment, als wir entschieden haben, ein Momentum gegeben, dieses Buch jetzt zu bringen. Ich hatte es selber übersetzt, hatte es dann allerdings Christiane Quandt zu einer Neuübersetzung gegeben, weil ich mich auch, ich kenne den Autor sehr gut, seit den 90er Jahren, seit er angefangen hat zu schreiben, und wollte da quasi eine distanziertere Version einer Übersetzung haben. Dies zur Aktualität. Also ich finde, die Übersetzung ist sehr gelungen. Das möchte ich mal ein bisschen vorlesen. Ich muss gucken, ob ich das hier mit dem... Genau, wir haben leider nicht so viel Zeit, aber ich möchte Ihnen trotzdem einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Abends zu Hause erzählte ich meinen Großeltern von Steins Ankunft. Ich lebte nicht bei meinen Eltern, sondern bei meinen Großeltern. Meine Eltern waren immer auf Reisen. Für mich waren sie Postkarten, von einer Maschine in grelle, unwahrscheinliche Farben getunkt, so grell und unwahrscheinlich wie die Farben der Zellophanhülle von Bonbons. Meine Eltern waren also meine Großeltern, und meine Eltern waren Schnappschüsse der Promenade des Anglais in Nizza, des Hafens von Marseille und seiner Schoner, der Strandbaracken von San Juan de Luz, der weißen Steilküsten von Dover und der Kaffeestuben von Kairo, Tanger und Alexandria. Die Gesichter meiner Eltern waren rechteckig und sie zeigten Kaffeestuben, Seehäfen und Straßen mit Jellabas, Eseln und Luxusautomobilen. Auf der Rückseite waren sie immer mit der Handschrift meiner Mutter bekritzelt. Eine Handschrift, die nichts sagte, außer: Es geht uns gut. Es ist sehr schön hier. Ich sehe deinen Vater kaum vor lauter Arbeit. Pass ja auf dich auf, deine dich liebenden Eltern. Meine Großeltern und ich lebten in der Via Portugal Nummer 12 und wir aßen im Rauchsalon zu Abend. Wir aßen dort immer bei eingeschaltetem Radio und unter einer Alabasterlampe, die ein so gelbes Licht spendete wie die Kerzen in der Krypta. Mein Großvater aß gern bei eingeschaltetem Radio zu Abend, weil um diese Zeit meist ein Klavierkonzert gesendet wurde. Klaviermusik fördert die Verdauung, sagte mein Großvater immer, und läutert die Gefühle. Ein Mann muss auf seine Verdauung achten und die Gefühle immer wohl geläutert halten. Wenn nicht, läuft er Gefahr, zum Tier zu werden. Das sagte mein Großvater zwischen einer Kaskade Klaviernoten, dem Tischgebet, dem französischen Omelett, dem Tomatenbrot und dem Obst. Ich schälte gerade einen Apfel, als ich ihn von Steins Ankunft erzählte. Es war ein roter Apfel mit ockerfarbenen Streifen, wie die Flecken auf den Händen meines Großvaters. Als ich Stein sagte,
sah meine Großmutter meinen Großvater an und mein Großvater rückte seine Brille zurecht, als er das hörte. Das Wort schien mir zum ersten Mal wie das Zischen einer Kobra oder das Pfeifen einer Kugel, bevor sie ins Schwarze trifft. Und es schien mir, als klänge es auch für sie nach etwas, das man nicht sehen kann und von dem Gefahr ausgeht. Denn etwas nicht sehen können bedeutet Gefahr. Und deswegen klang der Name für mich wie das Zischen einer Kobra oder das Pfeifen einer Kugel, bevor sie ins Schwarze trifft. Sie sagten nichts und mir schien es seltsam, dass sie nichts sagten, weil meine Großeltern immer von den Familien meiner Mitschüler sprachen. Wie sie sie kennengelernt hatten und ob sie Finkas besaßen oder ein schönes Wohnhaus in der Nähe der Stadtmauer am Meer und ob irgendein Familienmitglied krank gewesen war oder im Krieg versehrt wurde und ob jemand einen Verdienstorden erhalten hatte oder ob sie eine eiserne Gesundheit hatten und genau daran zugrunde gegangen waren. Aber über Guillermo Stein sagten sie nichts, sondern lauschten lediglich dem Klavierkonzert im Radio, als würde sie es an diesem Abend mehr interessieren als sonst. Als ich zu Bett ging, blitzte es und mein Zimmer in der Via Portugal Nummer 12 war hell wie am Tag. Es war aber doch ein anderes Licht als bei Tag, ein so grelles Licht wie ein Peitschenschlag oder der Aufprall des Schöpfeimers in der Zisterne des Hauses. Ich öffnete die Schachtel, in der ich die Gesichter meiner Eltern aufbewahrte und sah, wie jeden Abend, meine Postkartensammlung an. Ich sah sie nur an und las sie nicht, weil ich sie nie las. Meine Großmutter las sie mir vor und wenn sie fertig war, verfinsterte sich ihr Blick. Ihre Augen wechselten die Farbe, genauso wie das Wasser eines Teichs die Farbe wechselt, wenn eine Wolke die Sonne verdeckt. Im Morgengrauen erwachte ich schweißgebadet und sah die Postkarten zu den Füßen meines Bettes, weil es noch immer blitzte und mein ganzes Zimmer erleuchtet war, als wäre es Tag, aber mit einem anderen Licht als bei Tag. In unseren Westen standen wir unten auf dem Hof. Guillermo Stein hatte keine Weste. Seine Pullover waren viel feiner gestrickt und besser verarbeitet als unsere. Sie waren bis zum Hals geschlossen und hatten keine Knöpfe, waren auch nicht grau, blau oder braun. Guillermo Stein trug Pullover, rot wie sein Regenmantel, grün wie das Glas von Olivenölflaschen, gelb wie die Streifen, die das Handballfeld markieren, auf dem wir Fußball spielten. Und er trug Hosen aus dunklem Leder mit vielen Taschen, um die ihn Palou, unser Anführer, beneidete, weil sie so verwegen wirkten. Und sogar die Hosen, die nicht aus Leder waren, hatten viele Taschen. Als hätte Guillermo Stein mehr Dinge in seinen Hosentaschen aufzubewahren als wir. Als bräuchte er genau deswegen mehr Taschen, um seine geheimen steinschen Besitztümer unterzubringen und nicht, wie wir anderen, nur ein einsames weißes Taschentuch. Genau, kurzer Einblick in den Roman. Zeigt auch schon ganz gut die Atmosphäre. Es zeigt auch, in welchem Umfeld sich der Protagonist Pablo Ridorsa befindet. Das als kleiner Einblick. Vielleicht haben die Lust, das Buch zu lesen. Das Buch ist ja, das haben wir wirklich auf 100 Seiten maximal konzipiert. Es sind dann 96 geworden. Das heißt nicht, dass wir herausgestrichen haben, sondern wir haben es so gestaltet. Das ist natürlich auch eine ungewöhnliche Länge für das Genre, das wir hier veranschlagen. Das wir aus den ein oder anderen Besprechungen auch herausgelesen haben, aber wir sind ja der Meinung, dass es sich hier um einen Bildungsroman handelt. Da haben dich auch noch keine Widersprüche geregt. Würdest du deinen Standpunkt dazu nochmal äußern? Ja, gerne. Also Bildungsroman haben wir deshalb gewählt, weil es eben diese Wandlung des Protagonisten zeigt, die sehr stark mit seinem Umfeld zusammenhängt. Also es ist die Suche nach der Identität und letztlich steht dort auch die Selbstfindung, was dem Bildungsroman entspricht, aber der Umfang entspricht dem nicht. Also wir könnten vielleicht sagen, es ist ein Ausschnitt oder ein sehr komprimierter Bildungsroman. Das ist vielleicht das Richtige. Genau, die Essenz eines Bildungsromans sind enthalten, aber eben so rund gemacht, dass es
beinahe Novellencharakter hat. Aber diese Genrefrage können wir jetzt nicht bis zum Ende klären. Wir haben gesagt, das ist ein Bildungsroman, ein enigmatischer Bildungsroman, denn viele Sachen sind enthalten, aber man weiß beim ersten Lesen oder der Protagonist weiß es am Ende vielleicht auch nicht immer genau, wo die Lösungen liegen. Und genau da liegt auch die Stärke des Romans, wie ich finde. Ja, man könnte sich auch mal die Frage stellen, warum hat eigentlich Borges nie einen Roman geschrieben? Es dürfte vielleicht dieselbe Antwort für José Carlos Llop sein, warum er diesen Roman nicht länger geschrieben hat, denn ich glaube, er hätte schon das Zeug. Aber was du jetzt Essenz nennst, also das Wesentliche wird ja im Roman gefüllt durch die lange Strecke. Also die lange Strecke ist bei einem Roman, die spannungslos ist, natürlich enorm wichtig, weil sich in einem Roman, der klassisch aufgebaut ist oder nicht klassisch, sich dennoch Spannungsbögen schärfen müssen, weshalb es dann natürlich auch entspannte Phasen gibt. Und das ist zum Beispiel das, was Borges kategorisch in seiner Schreibweise ausgeschlossen hatte, dass er jemals etwas schreiben würde, was unsinnig ist oder nicht notwendig. Und ich denke, dass José Carlos Llop sich häufig genug zu Borges positioniert hat, sodass man auf diese These bestimmt zurückgehen kann, dass er sich hier die Essenz eines Bildungsromans oder zumindest eines Entwicklungsromans vorgenommen hat. Ist auch nicht so einfach und auch gar nicht so häufig, muss man sagen, dass eine Geschichte wie diese, wir werden da gleich noch drauf kommen, aus der Perspektive von Kindern begonnen wird und dass sich diese Entwicklung hin zu, unter der Konflikt zur erwachsenen Welt, die sie ja noch nicht richtig analysieren, an ihm schon zeigt. Und natürlich ist das genau der entsprechende Punkt, um von meinem Entwicklungsroman oder Bildungsroman zu sprechen. Jedenfalls muss es enthalten sein. Also wir bleiben dabei, ja? Wir bleiben dabei. Ist schon gedruckt, also so muss es jetzt auch weitergehen. Der historische Kontext ist noch recht wichtig. Wir haben es versucht, auch ganz leicht auf dem Cover anzudeuten mit der Bombe. Es wird auch auf die gewaltsame Vergangenheit von Mallorca angespielt im Roman. Die Frage an Frank Henseleit, um welche Zeit und um welches historische Ereignis handelt es sich hier? Wir sind in den 60er Jahren. Man könnte durchaus sagen, dass die Clique und die Altersgruppe um Redorsa und den Protagonisten herum sich in einem biografischen Feld bewegt. Also mag er zu der damaligen Zeit in den 60er Jahren in etwa derselben Situation gewesen sein. Die 60er Jahre in Mallorca sind geprägt von unsäglicher Armut, von Hunger, von allem anderen, was wir uns heute vorstellen, was Mallorca ist, oder wenn wir uns vorstellen, dass so eine Region vielleicht arm gewesen sein sollte, weil sie nicht von dem Segen des Tourismus heimgesucht wird und zu einer reichen Gegend wird. Diese Armut war eine hungernde Armut. Eine Armut, in der Kinder starben, in der fast jedes Kind tuberkulosekrank war, in der zum Beispiel die Biografie von José Carlos Llop eine Wendung nehmen konnte, weil er vielleicht über die Mittel verfügte oder ihnen die gegeben wurde und er in ein Bildungssystem hinein konnte, was ihn ein bisschen abgesondert hat von der Wirklichkeit dort und vielleicht auch die Gabe mitgab, die Dinge so zu betrachten, selbst als Kind, sodass er uns das heute präsentieren konnte. Die 60er Jahre, das ist wir nennen das literarisch Postismo, also wir schauen auf Spanien literarisch,
welches sich in der in den ersten zwei Jahrzehnten nach der manifestierten Diktatur in Spanien befindet. Aber was das bedeutete, insbesondere für Kinder und für die Eltern der Kinder, das ist zum Beispiel in diesem Roman enthalten, beziehungsweise ist es in einer Diffusität drin, die eigentlich authentisch bleibt, weil es ja aus kindlicher Perspektive geschrieben wurde. Man könnte jetzt sagen, dazu muss es ja noch mehr geben, um das zu verstehen, um diese Zeit zu verstehen. Und es gibt tatsächlich einen Roman, der in den 50er Jahren geschrieben wurde, 1958 veröffentlicht wurde, auf Katalanisch geschrieben, der diese Sanatoriumswirklichkeit erkrankter Kinder, der Armut auf Mallorca, dieser Wirklichkeit, die zusammengesetzt wird aus Ideologie, faschistischer Ideologie im Zusammenhang mit aristokratischem Gehabe und der Besitzstandsverteilung und den Ritualen der katholischen Kirche, die unsäglich, also eine Unfreiheit in der Gruppierung für diese Menschen bedeutete. Und wenn man dann sagt, das sind auch noch Menschen, die auf der Insel sind, dann könnte man sich vielleicht vorstellen, in welcher einer Lebenswirklichkeit auch der Roman von José Carlos Llop spielt. Wenn ich sage, der Roman könnte basieren oder einen Anschluss liefern an den Roman von Blai Bonet, der wirklich als einer der emblematischen Romane der katalanischen Literatur und als eines der 20 wertvollsten Bücher des 20. Jahrhunderts tituliert wurde, das allerdings nicht so häufig gelesen wird, aber wir haben es ja auch veröffentlicht und übersetzt. Ein wirklich sagenhaft schönes Buch, ein unglaublich grausames Buch und ein echt ehrliches Buch, auch aus der Perspektive von Kindern. Ich denke, auch als Verlag hatten wir da die Möglichkeit, die Antwort auf die Wirklichkeit in dem Buch von José Carlos Llop zu geben, weil wir als Verlag, der sich ja dem iberischen Panorama verschreibt, auch dieser Wirklichkeit nähert. Ja, also das, der historische Kontext, die Bomben deshalb, weil von Mallorca aus faschistische Flieger gegen die republikanischen oder der Republik wohlgesinnten Städte geflogen sind. Also es spielt im Roman, es wird angerissen, dass diese Piloten auf Mallorca Präsenz waren, also die faschistischen präsent waren, Entschuldigung, die faschistischen Militärs aus Italien waren auf Mallorca. Auf jeden Fall ein Thema, über das wenig geschrieben wurde und das der Roman zumindest eröffnet. Und deswegen haben wir die Bombe so ein bisschen angedeutet, dass, um das deutlich zu machen, weshalb wir dieses Cover so gestaltet haben. Genau, das zum Kontext, das auch zu Bonet. Also Bonet sei auch ans Herz gelegt, wenn Ihnen jetzt das Panorama von Mallorca, wenn Sie das interessiert. Wir haben da auf jeden Fall diese beiden Bücher im Angebot. Was ja spannend ist, wenn es eben zeitgeschichtliche Texte sind, die aus der Zeit kommen. Und also von José Carlos Llop wurde es schon rückblickend geschrieben, aber eben schon deutlich auf seine Kindheitserinnerungen verweisend. Und Bonet hat es ja zu der Zeit geschrieben, in der es erschienen ist. Und das macht es eben zu einem zeithistorischen Dokument auch, womit wir heute ja viel lernen können und auch arbeiten können, wissenschaftlich arbeiten können, um die Zeit und auch Mallorca, um diese Zeit besser zu verstehen. Willst du noch dazu was sagen? Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, vielleicht kann ich ein bisschen kurz fassen und schnell reden. Was diffus im Hintergrund ist, ich möchte das nur ganz, ganz kurz andeuten, ist zum Beispiel, also er hat es schon gesagt, italienische Faschisten hatten dort ihre
Luftstreitkräfte positioniert. Aber was so gut wie gar nicht bekannt ist, und ich habe das kürzlich auf einem Kongress in Barcelona sogar noch erfahren, dass den Katalanen nicht bewusst ist, dass Mallorca, die Insel Mallorca, ein italienisches Protektorat der Faschisten sein sollte, die die Insel besetzt haben. Und was auch ganz wenig bekannt ist, das sind die Massaker, die damals von italienischen Soldaten an Klöstern, an Nonnen und so weiter, zum Beispiel in Manacor begangen wurden. Es ist alles Teil der mallorquinischen Identität. Und wenn ich vorhin sagte, wird ein literarischer Mythos aufgebaut, dann kann das natürlich nicht ohne diese Wirklichkeit funktionieren. Und wir können jetzt nicht verlangen, dass diese Wirklichkeit von Autoren zerstört wird, weil sie jetzt am Ende nicht mehr so schön ist. Es wird dadurch einfach nur kompletter. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Ich wollte noch eine kurze Gelegenheit haben. Wir haben heute eine sehr schöne Rezension in der FAZ, im Feuilleton-Teil, zu einem unserer wichtigsten Bücher, nämlich dieses Herbstes von Manuel Chavez Nogales, Deutschland im Zeichen des Hakenkreuzes, eine Reportage aus dem Jahr 1933, aus den Terrormonaten. In der FAZ stand, dass es kaum einen luzideren und hellsichtigeren Text zu dieser Zeit je gegeben hat und kann den auch nur gerne ans Herz legen. Wir werden ihn hier mehrfach präsentieren auf der Messe, einfach nachgucken. Vielen Dank für Ihre Geduld und vielen Dank auf Wiederhören. Stelle würdest du lesen? Wenn ja. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich Gründungs- und Signalverkehr lesen. So ist es immer so eine eigene Einschätzung. Oder willst du es nicht einfach sagen? Nur? Oder willst du es nicht einfach nur sagen? Bitte? Willst du es nicht einfach nur sagen? Was? Den Inhalt hier, den du nicht. Du kannst auch lesen, wir gucken jetzt mal. Ja. Also,
Hallo. Wollt ihr uns zuhören? Ja, genau. Das ist schön. Nehmt Platz. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wie günstig. Sollen wir noch einen Moment warten? Ja. Warten wir noch ein bisschen, ne? 5 Minuten. Warten noch ein bisschen. Aber das ist schon immer so. Man kennt es ja immer so. Wenn es hier dann mal voll ist, dann sind es meistens die Superstars, wie es am Abend anscheinend. Da passen ja super viele Leute. Wann ist das? Es ist im Haare ausgerufen. Ich habe gestern in den Nachrichten, vorgestern war das ja die Bekanntgabe von dem Buchpreis und dieser Bericht. Sollen wir anfangen? Okay. Ja, dann fangen wir an. Herzlich willkommen. Klaus Bittermann, der neben mir hier sitzt, ist Verleger, Edition Tiamat. Ich stelle ihn jetzt nicht lange vor, so viel Zeit haben wir nicht. Aber er ist der Herausgeber der Wolfgang Port Biografie, der ersten, glaube ich. Ist das richtig? Ja, es wird auch keine zweite, glaube ich, geben. Aber da sind wir schon beim interessanten Thema. Du hast jetzt innerhalb der letzten Jahre die gesammelten Werke rausgegeben von Wolfgang Port. Und die Biografie ist der Abschluss im Grunde. Genau, also der Abschluss, das werden seine Briefe sein, Band 11, der ist auf 11 Bände angelegt gewesen, die Werksausgabe, mit 2 Halbbänden und die Briefe erscheinen dann im Januar 2023. Also die Briefe, aber dann ist es vorbei. Dann ist wirklich alles vorbei. Das war der letzte, Streich dann. Ja, das ist der letzte Streich. Das ist ein sehr dickes Buch. Das bedeutet, du hast über mehrere Jahre, wahrscheinlich auch parallel zu deiner editorischen Arbeit, zu den Texten dich mit ihm beschäftigt. Mhm. Und es ist interessant, dass er immer wieder auftaucht. Ja, du sagst jetzt zwar, das wird die einzige bleiben. Damit deutest du ja an, dass er schon jetzt nicht eine intellektuelle Figur ist, die jetzt so ganz an jedem Küchentisch bekannt ist. Aber wir können mal ganz kurz auf den aktuellen Disput eingehen. Du hast jetzt gerade einen Brief von dir wurde veröffentlicht, weil du hast Ulf Poschardt korrigiert. Und das ist mal auch bei einem relativ wichtigen Moment im Leben von Wolfgang Port. Es geht nämlich um den Konkret-Kongress von 1993, der, wenn ich mich recht entsinne, einberufen wurde aufgrund, glaube ich, der Streitigkeiten einerseits über den zweiten, ist der zweite oder der erste Golfkrieg und natürlich die rassistischen Übergriffe in ganz Deutschland. Vor allen Dingen, ja, genau. Und das war eigentlich der Hauptgrund, ne? die Debatte über Deutschland, das wiedervereinigt ist und sich dadurch auszeichnet, das erstmal. Es war so ein bisschen die neue Ausrichtung der unabhängigen Linken. Mhm. Das war so der Hintergrund des Konkret-Kongresses, der damals organisiert wurde, tatsächlich hauptsächlich von Port, von Remsmann, von Gremlitzer, also Konkret. Mhm. Die drei haben das vor allen Dingen initiiert. Und da gab es eben eine große Auseinandersetzung, die auch in dem, es gibt von Konkret ein Video, ein Mitschnitt, wo eine Passage aus dem Vortrag von Port enthalten ist und daneben noch Karl Held, der von der marxistischen Gruppe herkam, also der Chef quasi, der Chefideologe, der auf Port eingeteufelt hat. Und um diesen Konflikt gab es einen Artikel von Ulf Poschardt. Und ich habe mich schon sehr gewundert, warum der sich überhaupt damit auseinandersetzt. Aber der kommt offensichtlich auch aus Nürnberg und kennt ihn von seinem Studium her. Und hat darüber dann eben diesen Artikel geschrieben. Allerdings nur in Kenntnis dieses Videoausschnittes, nicht von den ganzen Hintergründen. Und da ich natürlich mit den Hintergründen dieses Konflikts vertraut war, habe ich dann einen Gegenartikel geschrieben, der eben jetzt in der Welt erschienen ist.
Aber immerhin muss man sagen, Poschardt ist von vielen zwar nicht gelitten und gehasst, aber er war vielleicht so großzügig oder auch so eitel, die Reaktion darauf dann auch zu veröffentlichen. Zu Bort muss ich eben auch noch sagen, ich habe den 1983 kennengelernt. Mhm. Er war für mich, der hat damals zwei Bücher beim Rotbuch Verlag gemacht, die groß in der Diskussion waren, die überall rezensiert wurden und große Debatten ausgelöst haben in der Linken, in der Friedensbewegung, damals in der Anti-Atomkraft-Bewegung, in der Alternativbewegung, Hausbesetzerbewegung, also in diesen ganzen Bewegungen, die so nach 68 als Verfallsprodukte auf die Bühne des Protests getreten sind, hat das alles eine Rolle gespielt. Und Port war da auch in gewissem Sinne maßgebend gewesen und ich habe ihn dann kennengelernt und war auch sehr. Also er hat mir von seinem Stil und von seinem theoretischen Ansatz, der natürlich beeinflusst war von der Frankfurter Schule, Adorno, Benjamin und so weiter, hat er mich auch sehr beeinflusst. Und ich habe, glaube ich, von niemandem so viel gelernt, also auch wie von Port selber. Mhm. So. Und das muss man vielleicht nur vorausschicken. Ich war dann ja bis zu seinem Lebensende 2018 eben sein Verleger gewesen und war auch mit ihm befreundet. Und da lag es dann natürlich auch nahe, so im Zusammenhang mit der Werksausgabe, die ich von ihm gemacht habe und wo ich dann auch nochmal alles mir durchgelesen habe, mich nochmal damit auseinandergesetzt habe, lag es dann irgendwann mal nahe, im Zuge dieser Arbeit an dieser Werksausgabe dann mehr draus zu machen, vor allen Dingen, weil ich die ganzen Briefe von ihm hatte. Ich habe dann festgestellt, dass ich über einen Leitsordner voller Briefe von ihm hatte und auch von anderen Leuten Briefwechsel dann bekommen habe. Und er hat mir auch andere Briefe zugeschickt und so. Und das war quasi ein Schatz, womit man, ja, wo ich gedacht habe, da kann man mehr draus machen, als sie jetzt nur abzudrucken. Ja. Was war denn das, also da du das ja jetzt schon erklärt, dass du ihn relativ lang kanntest, eigentlich kennengelernt hast, als er vielleicht sogar am wirkmächtigsten war, könnte man sagen, weil du hast ja gesagt, diese beiden Bücher waren ja Zusammenstellungen von Texten eigentlich, die vorher erschienen waren, an verschiedenen Orten. Ich erinnere mich, da gab es Taz-Texte, da gab es Zeittexte, verschiedene andere Publikationen du kanntest ihn lange, du kanntest die Texte, du hast die Briefe dann gelesen und versucht zu rekonstruieren, woher kommt Port eigentlich, also intellektuell und auch persönlich. Und meine Frage wäre jetzt, was war das rückblickend Überraschendste, was du rausgefunden hast über ihn, was du trotz dieser langen Bekanntschaft mit ihm nicht wusstest? Das Überraschendste könnte ich jetzt gar nicht mal sagen, aber es war interessant gewesen, weil ich habe dann natürlich auch recherchiert, wie bei jeder anständigen Biografie muss man ja irgendwie sagen können, woher er eigentlich kommt, was er für Eltern hatte, was für einen biografischen Zusammenhang, aus welchen biografischen Zusammenhängen und Verhältnissen er kommt. Und weil ich mich tatsächlich, obwohl ich mit ihm befreundet war, wir haben uns da nie drüber unterhalten. Und das ist jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich, weil man sich so in den 70ern, 80ern, war das jetzt nicht unbedingt das Thema, wenn man sich unterhalten hat, hast du eine Schwester, hast du einen Bruder, was sind deine Eltern oder so. Darüber hat man sich ja nicht unterhalten, aber für eine Biografie war das ja wichtig. Ich habe mich dann wahnsinnig geärgert, dass ich ihn nicht noch gefragt habe, solange er gelebt hat. Ja. Aber ja, das ist wie immer, man ärgert sich dann so sehr darüber. Und dann habe ich tatsächlich angefangen zu recherchieren und tatsächlich schon ein bisschen was rausgebracht, dass er wirklich aus ärmsten Verhältnissen, kann man sagen, dass es quasi ein Flüchtlingskind war, dass er lustigerweise am
5.5.45 geboren wurde, am selben Tag wie Karl Marx. Die Surrealisten hätten von einem objektiven Zufall gesprochen, weil er ja später in seiner Dissertation einer der wenigen war, die sich wirklich intellektuell mit den Pariser Manuskripten bzw. mit den Grundrissen von Karl Marx auseinandergesetzt hat für seine Dissertation Die Theorie des Gebrauchswerts, die heute noch gefragt ist, beziehungsweise heute noch gibt es Leute, die sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Also das war wirklich eine mit einer gewissen Langzeitwirkung behaftet, dieses Buch. Aber was ich sagen wollte, ist eben noch seine Herkunft. Sein Vater hat ihn nicht, die Vaterschaft nicht anerkannt. Er ist bei der Mutter groß geworden, und zwar genau in einem kleinen Dorf in der Nähe von, wie heißt es, wo sich die Russen und die Amerikaner an der Elbe getroffen haben. Wird heute noch als der sogenannte Elbe Day gedacht, also das so dieses historische Zusammentreffen in der Nachkriegszeit. Da ist er aufgewachsen, die ersten 5 Jahre, und die Mutter ist dann natürlich so bald wie möglich weggezogen in den Kriegswirren. Und diese Kriegswirren, wenn man sich das noch so mal ein bisschen ins Gedächtnis ruft, das ist ja schon irre, ja, dass die Bevölkerung, die war ja, es war ja mehr Bevölkerung vorhanden als vor dem Krieg, ja, durch die ganzen Flüchtlinge. So, ich glaube 25% mehr Bevölkerung bei einem Wohnbestand, der nur noch zu 70% existiert hat. Ja, also, sie sind dann in die Nähe von Freiburg in ein anderes fürchterliches Kaff gezogen, und da ist er dann aufgewachsen. Wie gesagt, die Mutter alleinerziehend, er hatte noch eine größere Schwester. Also das sind sehr, ja, kleine, wenn man bedenkt, dass seine ganzen ehemaligen Genossen dann 68, die kommen quasi ja auch alle aus großbürgerlichen oder in der Regel wenige, ja, die kamen ja alle aus gut gesitteten und bürgerlichen Verhältnissen, und da war er natürlich ein Außenseiter. Aber war das ein Thema für ihn? Kann man das an Briefen oder Texten ablesen? Ich erinnere mich, es gibt eine quasi autobiografische, fast nur so eine Notiz, ein ganz kurzer Text, wenn ich mich recht entsinne, wo er irgendwann mal über sich schreibt. Ich weiß nicht, in welchem Band das ist in deiner Gesamtausgabe, an das erinnere ich mich jetzt gerade spontan. Kann mich aber nicht erinnern, ist diese Frage der Herkunft, die außergewöhnlich war in seinen universitären Kontexten, wird die da behandelt oder kommt sie anderswo vor? Oder war das was, von dem er abstrahiert hat in seiner theoretischen Arbeit? Also in seiner theoretischen Arbeit hat er auf jeden Fall davon abstrahiert, da spielte das keine Rolle. Aber es taucht hin und wieder so als Randnotiz mal auf, ja? So die Herkunft von Leuten und dass er eben aus ganz anderen Verhältnissen stammt. Er hat es da auch mal erwähnt mit seiner Mutter, dass man da eben Alleinerziehende, das in der Nachkriegszeit natürlich sehr schwer hatten, so, und auch scheel angesehen wurden natürlich. Das wurde ja auch stark moralisiert, ne? Da wurde ja nicht nach Hintergründen gefragt, alleinstehende Mutter war eigentlich schon verwerfliche Lebensform, ne? Per se. Genau, aber das Lustige wiederum ist, dass 68, da spielte ja die Herkunft durchaus, also innerhalb der Bewegung, durchaus eine Rolle, ne? Und da hat er in seinem ersten Artikel, den er für das Kursbuch geschrieben hat, stand dann in der Autorennotiz, arbeitet bei Siemens in Berlin. Das ist natürlich schon mal taktisch nicht schlecht, weil wenn der Arbeiter spricht, ist natürlich, hat es mehr Gewicht, genau, als wenn der Studierende spricht. Das war damals total wichtig, ja, woher jemand kommt, und wenn jemand sagen konnte, er arbeitet bei Siemens, dann
war schon die Aufmerksamkeit, glaube ich, eine ganz andere, wie wenn er gesagt hätte, ich studiere irgendwie Politologie oder so. Und da die Information ja nicht von Rotbuch stammen konnte, war die offensichtlich von ihm selber. Ja, also da war das offensichtlich in dem Zusammenhang für ihn schon wichtig, darauf hinzuweisen, obwohl diese seine Tätigkeit bei Siemens nur ein paar Monate gedauert hat. Dann war das ja schon wieder vorbei. Die Frage ist, ja, du guckst auf die Uhr, ich habe auch schon auf die Uhr geguckt, du hast ja gesagt, du möchtest vielleicht, und wir hätten jetzt noch knapp 10 Minuten, weil es dann ja doch immer das gesprochene Dichter ist, von deinem Nachwort ein Stückchen vorlesen? Ja. Oder wollen wir so fortfahren? Also wenn du noch Fragen hast, gerne. Ansonsten kann ich da aus dem Nachwort, weil das vielleicht so ein bisschen über seine Bedeutung und ja, über sein Werk und die Resonanz, die er hervorgerufen hat. Also Fragen hätte ich natürlich noch viele. Vielleicht können wir eine vorher noch stellen. Ja. Ich hatte es vorhin ja schon kurz erwähnt, diese beiden Bücher bei Rotbuch, da waren die Texte drin, die recht viel Aufruhr verursacht haben, zum Teil. Also ich denke vor allem an die Kritik der Friedensbewegung, die er formuliert hat, die auch eine Kritik war. Das finde ich interessant und ich fand bei dem Wiederlesen dieser Texte, oder für mich zum ersten Mal lesen ja in allermeisten Fällen, schade, dass, weil sie aus so Zeitungspublikationskontexten kamen, und weil er ja auch wirklich ein sehr guter Stilist war und auch so wusste, wie man polemisch zuspitzt, oft so Formulierungen sind, wo ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, dass das ein längerer Text gewesen wäre und er manche Dinge noch mehr ausgeführt hätte. Weil ich in Erinnerung jetzt nochmal an diesen Text, den ich eben erwähnt habe, ist, glaube ich, die Stelle, wo er auch sich über diese neue Kultur der eher so Alternativen, ja, also dieser der Nachfolgegeneration der 68er, ja ziemlich lustig macht, also diese neue Innerlichkeit, der Hang zum Esoterischen, also alles, was uns eigentlich bis heute noch beschäftigt, ja, also bis in die Anti-Covid-Proteste hinein, gibt es ja so eine lange Tradition, vielleicht sowieso in Deutschland, von den Heilpraktikern und Anthroposophen und so weiter, das habe ich das Gefühl, waren so, da hat das, sozusagen, wurde so ein ganz krasser Antagonismus deutlich zwischen seiner Kritik und bestimmten Milieus. Und um jetzt auf den Anfang meiner Frage zurückzukommen, das ist mir so präsent, diese Auseinandersetzung, die da geführt worden ist. Aber er hat ja keine Scheu davor gehabt, sich zu revidieren, auch abzurücken von Positionen und manchmal erscheint er verblüffenderweise dann auf Positionen, die man nicht erwartet hätte. Und wenn du jetzt rückblickend sagen müsstest, dann kann man das in Phasen unterteilen, die mit einem bestimmten Interesse verbunden sind, theoretisch und publizistisch, also frühe 80er, dann vielleicht diese Auseinandersetzung konkret und dann vielleicht sogar auch in jüngerer Zeit. Ja, man kann sein Werk tatsächlich, es gibt da verschiedene Phasen, ich habe das mal so aufgeteilt, die 70er, also die Zeit, oder 60er, 70er, die Zeit seiner politischen Sozialisation, wo er auch noch sehr analytische, sehr lange Artikel geschrieben hat über Gruppenprozesse, die stattfinden, über zum Beispiel über die Jonestown Family. Also muss man kurz erklären, das war dieses quasi diese Sekte, kann man sagen, die dann kollektiven Suizid begangen hat in, glaube ich, Französisch Guiana war das, ne? Genau, 1977. So um den Dreh, ja. Und was da für Prozesse und kollektive Gruppenprozesse stattgefunden haben, das hat ihn interessiert. Also so dieser Rückzug, ja, wenn die Verhältnisse übermächtig werden und man beginnt sich zurückzuziehen und sich so total zu verweigern. Also die totale Verweigerung war ja auch damals ein Konzept von Marcuse gewesen. Wenn man das macht und wirklich umsetzt, so, was passiert dann? Ne? Und das hat er anhand dieser Gruppe dann eben exemplifiziert bzw. dargestellt. Und das war so seine
theoretische Selbstverständigung quasi in den 70ern. Er hat dann Ende der 70er, hätte er Karriere an der Uni machen können. Er hat es dann sein lassen. Er hat es hingeschmissen quasi, und zwar vorsätzlich, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, weil er unzufrieden damit war, mit seiner Wirkungslosigkeit an der Uni und diese Texte zu machen und sich mit den Studenten rumzuschlagen, was ich nachvollziehen kann. Er wollte wirkmächtiger werden, und deswegen ist er in den Journalismus gegangen, so, und zwar ohne Netz und doppelten Boden, also er war nicht abgesichert oder so, ist als freier Journalist dann angefangen und war dann auch sofort eine gewisse, also so an der Grenze der Berühmtheit, kann man sagen, im Spiegel veröffentlicht, in der Zeit, überall gab es riesige Debatten. Wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, es ging eben gegen die Friedensbewegung, die er als nationale Erweckungsbewegung diagnostiziert hat, gegen die Anti-Atomkraftbewegung, wo er das Konzept der Angst dieser Bewegung kritisiert hat, weil auf Angst kann man nie eine vernünftige Strategie gründen. Und es ging um die Hausbesetzerbewegung zum Beispiel, wo man einen Vortrag in einem besetzten Haus gehalten hat, da habe ich ihn auch das erste Mal getroffen, sehr lustig. Ja. Die wollten ihn dann gleich wieder zurückschicken. Geh doch zurück an deinen Schreibtisch und so. Also das waren lebendige Zeiten, weil es dann natürlich auch alles im Umbruch begriffen war. Er hat dann wirklich journalistisch gearbeitet, war eine Zeit lang auch mal Redakteur bei Konkret, wenn auch nur 4 Monate, aber ist natürlich auch erwähnenswert. Also er hat da viel gemacht journalistisch, um wirklich in die Debatten einzugreifen. Und er hat sich da immer als Linker begriffen, der die Linke kritisiert. Und zwar mit dem Vorsatz, natürlich auf die Linke da noch einzuwirken. Ja, also irgendwas zu ändern oder bei den Leuten Bewusstseinsprozesse oder Erkenntnisprozesse hervorzurufen. Mit der Zeit ist er dann natürlich etwas frustriert worden, wie man sich vorstellen kann. Und er hat dann Anfang der 90er, hat er dieses Konzept quasi beendet und hat gesagt, das war bei dem Wiederersteigen der Rechten, als die Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen sind, da hat er dann wirklich gedacht, ich muss jetzt was anderes machen, jetzt irgendwie das Feuilleton mit netten Rezensionen oder lustigen kleinen Artikeln zu beliefern, das bringt's nicht. Also gehe ich her und hat eine Studie innerhalb von einem Jahr über das Massenbewusstsein der Deutschen. Und das sollte eigentlich ursprünglich eine Auseinandersetzung mit den Rechten sein. Und daraus ist dann natürlich, weil dann nämlich die Wiedervereinigung dazwischen kam, eine Massenbewusstseinsstudie geworden, wie die Deutschen eben da reagiert haben. Und er hat es innerhalb von einem Jahr, eine soziologische Studie mit statistischem Material, statistischer Auswertung, mit Umfragen, mit allem drum und dran, wo andere Arbeitsgruppen zu 10 wahrscheinlich sich 4 Jahre lang davon ernährt hätten. Quasi, also er war wirklich auch ein völlig total obsessiver Arbeiter, und ich weiß auch noch damals in der Zeit, wo er mehr oder weniger rund um die Uhr gearbeitet hat, um da möglichst rechtzeitig rauszukommen damit. Ja. Aber wir haben jetzt leider nur noch eine Minute, aber okay, da wir jetzt aber hier genau an der Stelle sind, liegt natürlich die Frage nahe, was war denn das Ergebnis? Also er hat versucht herauszufinden, wie ticken die Deutschen im Grunde, genau an dem Moment, wo die Wiedervereinigung stattgefunden hat, was waren denn seine Diagnose? Oder kann man das auf 3 Sätze bringen? Ja, also er hat sich natürlich auf die Studie der Frankfurter Schule bezogen, also auf dieses Konzept, und hat es auf die neuen Verhältnisse angewendet. Und was rauskam, ist natürlich jetzt so, gibt es natürlich mehrere Sachen, die er da versucht hat, in seiner Diagnose oder in seiner Untersuchung aufzubringen, aber
Er hat nicht gesagt, dass das Vierte Reich jetzt kurz bevorsteht, aber dass die Leute, ja, die Bevölkerung, durchaus eine gewisse Affinität zu haben. Ja? Und wenn es autoritäre Verhältnisse gäbe, dann wäre die deutsche Bevölkerung die Letzte, die sich dagegen wehren. Vielleicht kann man so sagen. Ja gut, das nehmen wir jetzt als Schlusswort, weil wir aufhören müssen. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier geht es nämlich jetzt gleich schon wieder weiter. Hier gibt es Bücher, falls sich jemand dafür interessiert. Ich denke, wir gehen hier gleich mal ums Eck. Es ist sehr empfehlenswert, die Biografie von Wolfgang Borth. Danke, Klaus. Danke auch.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Werner von Hent. Ich bin langjähriger Korrespondent des Schweizer Fernsehens und Radios gewesen und seit 8 Jahren auch Verleger. Und neben mir sitzt Gabriele Ohl, ebenfalls 23 Jahre lang Mitarbeiterin des ARD-Studios in Istanbul. Von daher kennen wir uns als Journalistin. Und ja, heute möchte ich auch ganz gern Cengiz Aktar begrüßen. Ich hätte ihn liebend gern hier gehabt. Aber Covid hat einmal mehr zugeschlagen und jetzt müssen wir ihn halt zuschalten. Herzlich willkommen, Cengiz. Gabriele wird übersetzen. Das Buch, was wir heute präsentieren, ist im vergangenen Winter erschienen. Die türkische Malaise. Dieses Buch ist aber ein ganz besonderes Buch und das werden Sie hier auf der Messe einige Male hören. Nur hier stimmt es auch, denn dieses Buch hat seit Erscheinung nur an Aktualität gewonnen. Leider, muss man sagen. Und richtig aktuell wird es im Hinblick auf das nächste Jahr, 2023, feiert die türkische Republik die 100. Gründungstag. Und das Narrativ, das Tayyip Erdogan dabei entwickelt, das kann man heute schon erkennen. Und dieses Narrativ hat Cengiz Aktar auf ganz mutige und ganz präzise Weise hinterfragt, teilweise auch auseinandergenommen. Ich würde gerne ein kurzes Stück lesen, dann Cengiz einige Fragen stellen, die Gabriele übersetzen will. Und wenn sie nachher auch in die Debatte einsteigen will, ganz gerne. Dieses Buch ist von einigen Leuten als provokativ bezeichnet worden. Es ist aber als Beitrag zu einer Debatte über die Türkei, über die Geschichte der Türkei, vor allem aber über die Zukunft der Türkei gedacht. Die Türkei unterhält Expeditionstruppen und schreckt nicht davor zurück, für ihre kriegerischen Interventionen im Ausland auf dschihadistische Söldner zurückzugreifen, die zu Gruppen gehören, welche von der UNO als terroristisch eingestuft werden. Mittlerweile hat sie in Katar sowie in Somalia Militärstützpunkte errichtet und trägt direkte Verantwortung für die vielen Toten, Verwundeten, Flüchtlinge und Vertriebenen in den Kriegen im Irak, in Libyen und in Syrien. Neuerdings bedrohte sie systematisch die Republik Zypern sowie Griechenland. Und die Türkei zögert nicht, ihre Bündnispartner herauszufordern, indem sie sich ihrer Verantwortung innerhalb der NATO entzieht und mit Russland flirtet. Die Folgen der kriegerischen Einsätze der Türkei im Ausland sei anhand ihrer Syrien-Politik veranschaulicht. Die letzte der 3 Militäroffensiven der türkischen Streitkräfte und ihre dschihadistischen Söldner begann am 9. Oktober 2019 auf die kurdisch besiedelten Gebiete Nordsyriens. Dass die türkischen Streitkräfte außerhalb des Landes nicht mehr allein Krieg führen, sondern diesen von Söldnern führen lassen, ist neu in der Geschichte der türkischen Armee. Gerade noch eine Handvoll Medien, weniger als 10, berichten, wenn überhaupt, sehr zurückhaltend und selbstzensorisch aus den besetzten Gebieten. Seit Juli 2020 gibt es, auch in den sozialen Medien, eine faktische Nachrichtensperre für Berichte aus den Städten Afrin, Al-Bab und Azaz, die nicht der offiziellen Linie der Informationsdienste des Präsidialamtes entsprechen. Wer dagegen verstößt, indem er die militärische Aggression kritisiert oder von einer Invasion spricht, macht sich in der Türkei strafbar. Aus diesem Grund wurden bereits rund 1000 Personen strafrechtlich verfolgt oder verhaftet. Das ultimative Ziel Ankaras besteht darin, die totale Kontrolle über die Informationen zu erzwingen
und jegliche Berichterstattung aus der militärischen Operationszone zu verbannen. Inländische Reaktionen braucht das Regime nicht zu fürchten. In der öffentlichen Meinung der Türkei besteht ein Konsens darüber, dass gegen Terroristen, womit vornehmlich Kurden gemeint sind, die Anwendung jeden Mittels legitim ist. Folglich klatscht die Mehrheit der Bevölkerung jeder als Antiterroroperation deklarierten Offensive der türkischen Armee im In- und Ausland stolz Beifall. Dies gilt auch für die Mehrheit der Oppositionspolitiker. Aus Angst, aber eher noch aus Überzeugung für die nationale Sache hat beispielsweise die größte Oppositionspartei, CHP, den Einmarsch in Syrien und Nordirak restlos unterstützt. Damit hat sie sich zum Komplizen des Regimes gemacht und die totalitäre Ordnung Erdogans weiter konsolidiert. Damit schwand auch die Hoffnung auf politische Alternativen. Wie ist diese innenpolitische Haltung zu erklären? Die große Mehrheit der türkischen Öffentlichkeit trägt die Narben von Völkermorden, Pogromen, Enteignungen in sich, die gegen Nichtmuslime, Nichtsunniten und Nichttürken gerichtet waren und bislang ungesühnt geblieben sind. Das historische Gedächtnis, ein Bewusstsein für die Geschichte, wurde durch die offizielle Erzählung ausgelöscht, beziehungsweise, wo es im Unterbewusstsein vorhanden war, durch eine offizielle Omerta zum Schweigen gebracht. Eine Nation wie die türkische, die auf solchen menschlichen Ruinen aufgebaut ist, fußt logischerweise auf einem sehr brüchigen Fundament. Unbewusst spüren die Menschen diese Brüchigkeit und neigen zu einer reflexartigen Aktivierung ihres Überlebensinstinkts. Deshalb sind sie auch bereit, jedwedes Narrativ über eine vorgetäuschte Gefahr aus dem Ausland zu glauben und sei es noch so dreist inszeniert. Soweit dieser Ausschnitt aus der türkischen Malaise. Und ich möchte jetzt gerne Cengiz fragen. Ich habe vorher gesagt in der Einführung, das Buch ist im vergangenen Winter geschrieben worden. Wir haben es leider wegen Covid nie präsentieren können in Deutschland. Aber es ist ein Buch, was sehr aktuell für Deutschland auch sehr wichtig ist, weil es das Verhältnis Türkei-Europa thematisiert. Meine Frage, hast du das Gefühl, dass sich die Lage, seitdem du das Buch geschrieben hast, irgendwie verbessert hat? Daha önce belirttiğim gibi bu kitap geçen sene sonunda çıkmış. Güncelliğini kaybetmemiş hiçbir zaman. Bugün senin hissiyatın nedir? Değişti mi? İyiye doğru bir değişim görüyor musun? Teşekkür ederim herkese. Herkese merhabalar. Kısmet değilmiş, gelemedim Frankfurt'a. Günün birinde gelirim belki. Werner'in sorusuna cevaben yani hiçbir şey iyiye doğru değişmediği gibi daha da kötüye gidiyor. Çünkü büyük ihtimalle Erdoğan gene seçilecek ve Türkiye yani Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye akıl almaz işler yapıyor. Ve muhtemelen de yapmaya devam edecek. Leider konnte ich nicht selber hier auf der Messe erscheinen. Um zur Frage zu kommen, nichts ist besser geworden, sondern sogar schlechter geworden. Vermutlich wird Erdogan wiedergewählt in den nächsten Wahlen und wird fortfahren, unglaubliche Dinge zu tun. Und was bedeutet das unter Erdogan hat die Türkei angefangen mit einer Zero-Problem-Politik. Jetzt haben wir nur noch Probleme ringsherum. Du lebst ja momentan in Griechenland.
Siehst du zum Beispiel in Griechenland eine Verschärfung, eine Möglichkeit eines offenen Konfliktes oder im Irak zusätzlich, im Iran vielleicht? AKP, hükümete geldiğinden beri bir sıfır sorun siyaseti güdüyordu ilk başta. Şimdi ise Yunanistan'la olsun, Irak'la olsun veya İran'la olsun açık bir çatışma veya ya ciddileşen bir sorun görüyor musun? Ahmet Davutoğlu bunu uydurmuştu, komşularla sıfır sorun diye. Tamamen aksi yönde gelişmeler var Türkiye'de, malum biliyoruz hepimiz gazete okuyanlar. Ama daha da fenasını söyleyeyim, Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türkiye'nin dış politikasının en temel ilkelerinden bir tanesi yurtta barış, cihanda, dünyada barış idi. O bitti. Yani Türkiye bugün sürekli savaşan, kavga eden, her önüne gelene terörist diyen, her önüne geleni tehdit eden bir ülke halini aldı. Dolayısıyla burada mesela Rusya ile büyük benzerlikler var. Das war der frühere Außenminister Ahmet Davutoğlu, der diese Politik der Nullprobleme mit Nachbarn eingeführt hatte. Aber leider entwickelt es sich genau in die entgegengesetzte Richtung momentan. Der Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte ja einen Grundsatz, Frieden im Land, Frieden in der Welt, aber das ist vorbei. Es ist jetzt ein Land, das dauerhaft in irgendwelche Auseinandersetzungen verwickelt ist, der jeden, der nicht auf ihrer Linie ist, als Terrorist bezeichnet oder als Bedrohung sieht. Ich sehe hier viele Parallelen mit Russland. Wenn man sich dieses Narrativ anhört, dann ist die Gründung der Republik Türkei wird in der Türkei und auch von vielen draußen als das Resultat eines Kampfes gegen Imperialisten betrachtet. Wie siehst du das? Anlatımına bakılırsa bu saldırılar, pardon, tekrar, kannst du noch mal sagen, als Resultat eines Kampfes gegen Imperialismus. Şu anki durum bir imperialist güçlere karşı bir başkaldırı sonucu olarak görülüyor. Mu? Bu mükemmel bir paradokstur. Bütün sağa sola saldıran ülkeler sadece Türkiye değil, her nedense nereye saldırırlarsa bunu emperyalizme karşı bir saldırı olarak prezante ederler, anlatırlar, satarlar. Kendileri hiçbir zaman emperyalist değildir. Mesela Türkiye'de Osmanlı dönemi olsun, bugün olsun, Türkiye'nin emperyalist bir güç olduğu veya olmadığıyla ilgili bir tartışma yoktur. Rusya'da da böyledir. Rusya'da hiçbir zaman emperyalist değildir. Ama her iki ülkede dört dörtlük mükemmel emperyalist güçlerdir. Das ist vielleicht das größte Paradoxon, dass, und das ist ja nicht nur die Türkei, die angreift, andere Länder oder ihre Nachbarn. Und sie verkaufen es immer als antiimperialistischen, also als Kampf gegen den Imperialismus, und sind selber aber nie Imperialisten. Weder im Osmanischen Reich noch in der Türkischen Republik hat es jemals eine Diskussion darüber gegeben.
Aber es ist offenbar ein Narrativ, das in der Türkei verfängt. Also die Leute, du beschreibst ja, dass die ganze Opposition eigentlich hinter Erdogan steht, wenn es um die Ausländer, die Bedrohung aus dem Ausland geht. Ama bu anlatım bir noktada başarılı olduğunu söylenebilir. Çünkü kitapta da anlattığım gibi bu anlatım başarılı bir anlatım. Çünkü muhalefet bile aynı yönde görüş belirtiyor. Tabii elbette. Şimdi dış politika Türkiye'deki benim yerli ve milli olarak tanımladığım muhalefetin yumuşak karnıdır. Aşil topuğudur. Ve rejim ne yaparsa yapsın bu muhalefet, HDP dışında kalan muhalefet tabii, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı bütün kararların arkasındadır. Yani Irak operasyonu, Suriye'deki işgaller, Kıbrıs, Yunanistan, Libya, aklınıza ne gelirse yerli ve milli muhalefet bu operasyonların, harekatların, bu tavrın, bu saldırgan tavrın arkasındadır. Hatta bazen kraldan daha kralcı veya Türkçesiyle reisten daha reisçidir. Ja, die Außenpolitik ist vielleicht einer der Achillesfersen der Türkei. Außerhalb der HDP, der Partei HDP, die in der Opposition ist, sind alle Oppositionsparteien auf derselben aggressiven Linie, sei es in Libyen, sei es im Irak, sei es in Syrien, sei es in Griechenland, sei es auf Zypern. Sind sie alle auf dieser aggressiven Linie? Ein Teil der Verantwortung für das, was du die türkische Malaise nennst, liegt aber auch in Europa, schreibst du. Kannst du heute die europäische Politik, also im Schatten des Ukraine-Krieges, die europäische Politik gegenüber der Türkei, was macht Europa richtig, was macht Europa falsch? Kitapta da işlediğin gibi bu sorumluluk sadece Türkiye tarafından değil, Avrupa tarafından da. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde Avrupa'nın Türkiye karşı tutumunu nasıl görüyorsun? Vallahi Avrupalı karar vericilerin ödü patlıyor. Türkiye NATO'nun dışında kalacak ve Rusya'nın etki alanına girecek diye. Bu yüzden her türlü yatıştırmayı, Türkiye'nin yaptığı her saldırıyı kabullenmeye hazırlar. Yani bir aynı 1938'de Münih'te Chamberlain ve Daladier'in Hitler'e karşı yaptığı. Bu politika Rusya'da iflas etti. Türkiye konusunda hala devam ediyor. Avrupalıların anlamadıkları, Türkiye Avrupa'nın yörüngesinden çoktan çıktı. Ve Rusya'nın otoriter veya totaliter ülkelerin grubuna çoktan dahil oldu. Ve bu sadece hükümet değil, yerli ve milli muhalefet için de aynı şey geçerli ve en vahimi de aynı Hannah Arendt'in dediği gibi halkın hatırı sayılır. Ciddi bir bölümü de böyle düşünüyor. Avrupa'daki, Entschuldigung, die europäischen, vom türkischen ins türkische gedolmet, die europäischen Entscheider sind sehr alarmiert und haben große Angst, dass die Türkei außerhalb der NATO rutschen könnte und sich vielleicht noch mehr Russland annähert. Und sie versuchen alles, um
die Wogen zu glätten. Und jede Aggression der Türkei wird stillschweigend akzeptiert, mehr oder weniger. Ich ziehe da Parallelen zu 1938 München oder eine Politik, die auch im Zusammenhang mit Russland schon nicht funktioniert hat. Was Europa vielleicht nicht ganz verstanden hat, ist, dass die Türkei schon lange aus dem Kreis der demokratischen Staaten sich entfernt hat und in die Gruppe der autoritären Staaten gerutscht ist. Und das Schlimmste daran ist, dass das auch die Opposition außer der HDP, die Opposition auch betrifft. Hannah Arendt sagt das auch, dass das Schlimmste daran ist, dass also Regierung und Opposition praktisch dasselbe Lied singen. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie Fragen an Cengiz Aktar oder Bemerkungen. Beyler, bayanlar, sorularınız varsa Cengiz Aktar'a sorabilirsiniz. Wenn das nicht der Fall ist, eine letzte Frage. Yoksa benim son bir sorum olacak Cengiz'e. Ja, eben, das Buch ist jetzt schon einige Zeit auf den Markt. Es wurde sehr gut beschrieben und rezensiert. Macht dich das glücklich als türkischer Autor, dass das Buch immer aktueller wird? Kitap çıktığından beri çok olumlu yorumlar almış. Olumlu eleştiriler almış. Türkiye'li bir yazar olarak bu kitabın güncelliğini korumasını seni mutlu eder mi? Etmez tabii ama maalesef malaz sözcüğünün kelimesinin de dile getirdiği gibi ya, Türkiye bence hasta bir ülke. Ve geçmişiyle hesaplaşmamış bir ülke. Ve bunu belki en iyi Almanlar anlar. Yani 1945'te ondan önce yapılanlarla yüzleşmemiş bir Almanya bugün nasıl olurdu? Bunu düşünürsek eğer Türkiye'nin ne halde olduğunu anlarız. Yani Türkiye bütün bu 100 yıllık dönemle, Ermeni soykırımıyla, bütün gayrimüslimlerin kovulmasıyla oturup bunlarla ilgili düşünmedikçe hiçbir zaman normal bir ülke haline gelemeyecek. Ve dolayısıyla bu malaz, bu rahatsızlık devam edecek maalesef. Natürlich macht mich das nicht glücklich. Und ich benutze ja das Wort Malaise, also die Türkei ist ein krankes Land. Es liegt daran, dass es sich auch nicht auseinandergesetzt hat mit seiner eigenen Vergangenheit. Und ich denke, dass das Menschen in Deutschland vielleicht am besten verstehen. Was wäre Deutschland heute für ein Land, wenn es sich nicht auseinandergesetzt hätte nach 1945 mit seiner eigenen Geschichte. Über 100 Jahre ist der Völkermord an den Armeniern her. Es wird nicht darüber gesprochen, die Vertreibung nicht-muslimischer Minderheiten. Und solange das nicht passiert, wird es kein Land werden, was normal wird, sondern diese Krankheit wird fortfahren. Vielen Dank, Cengiz Aktar. Wir sind am Ende unserer Veranstaltung gekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses kleine Buch von Tayyip Erdogan als Blaupause für sein Narrativ verwendet wird. Vielen Dank. Çok teşekkür ederim. Bazen Erdoğan kitabını tutumunun kopyası olarak kullandığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Merci. Teşekkür ederim.